بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Viele Leute sind nach Islam konvertiert und viele Leute verstehen gar nicht über Islam. Heute, inshallah, unser Bruder von Deutschland, er wird uns erzählen über eine von den Wunder im Koran, inshallah. Wunder des Koran über die Entstehung von Milch. Allah hat gesagt im Koran: Seht am Vieh, habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem zu trinken, was zwischen Kot und Blut in ihren Leibern ist. Reine Milch, köstlich zum Trinken. Sure 16, Vers 66. Die Milchdrüsen werden, wie alle anderen Körpergewebe, durch verdaute Nahrung, die ihnen durch das Blut zugeführt wird, versorgt. Aus diesem Grund spielt das Blut eine wichtige Rolle bei der Nahrungsaufnahme und ihrer Verteilung. Die Milch wird von den Milchdrüsen abgesondert und da sie als Folge des Transports der verdauten Nahrung durch den Blutkreislauf entstanden ist, ist ihr Nährwert sehr hoch. Auf diese Weise wird aus dem Blut und der halb verdauten Nahrung, die man nicht direkt verbrauchen kann, die trinkbare und nahrhafte Milch produziert.